Jo Leute, was geht's? Wir sind gerade im Bogenrun und das Problem ist, ich muss ins geheime Schneegebiet und da kommt man ja bekanntlich nur hin, wenn man das geheime Medaillon hat. Von wo muss ich nochmal abspringen? Ich glaube von hier, ne? Ja, und das kriegt man, indem man genau das hier macht. Ich bin gerade ein bisschen perplex, dass First Try geschafft hat, geklappt hat, aber so despawnt ihr die Area und killt Nial, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie ich Nial mit einem Bogen only killen soll. Mit einem Bogen in der Hand, ja. Ich war in der Luft und dachte so, hä? Kann ich mit dem Bogen überhaupt angreifen? Aber ja, es geht. Also, was ihr machen müsst, ich habe jetzt gar nicht erklärt, was man machen muss, geil. Müsst da, wo ich abgesprungen seid, hinspringen. Keine Sorge, das klappt nicht beim ersten Mal. Ihr müsst richtig weit springen und dann Angriff spammen, R1. Und jetzt seht ihr schon, verschwinden hier die ganzen Texturen. Und gleich seht ihr unten rechts das Runen aufploppen. Und sobald ihr die Items von Nial bekommen habt, müsst ihr euch ganz schnell wegporten. Das dauert noch ein bisschen, bis alles despawned ist und dann stirbt. Da, jetzt sterben schon ein paar Sachen. Da habe ich schon die Sachen. Habe ich ganz viele Sachen sogar bekommen. Auch ganz viele Runen. Und jetzt könnt ihr euch wegporten. Da müsst ihr aber schnell sein. Zack. Und jetzt das Ganze nochmal in Ruhe. Ich bin nicht mehr im Bogen ran. Und habe jetzt zwar ein bisschen mehr Zeit, um euch das zu erklären. Also, wo ihr hin müsst. Schloss Sol. Ihr wollt das geheime Medaillon haben, damit ihr in das linke Schneegebiet bekommt. Und dafür müsst ihr ja Nial besiegen in Schloss Sol. Und der Boss ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich auch selber erst gelernt habe, genau für solche Situationen. Wenn man vielleicht sehr früh hier ist oder den Boss einfach nicht besiegen möchte. Und dafür müsst ihr hier an den Rand der Klippe gehen. Hier ist auch meistens so ein Zeichen, da steht schon Fernkampf, irgendwas. Auf jeden Fall ist das hier der Checkpoint, da müsst ihr abspringen. Und was ihr im Prinzip machen müsst, ist out of map springen. Das heißt, ihr müsst wirklich so weit springen, wie es nur irgendwie möglich ist. Sehr spät den zweiten Sprung machen. Und sobald ihr den zweiten Sprung gemacht habt und eine sehr weite Distanz zurückgelegt habt, müsst ihr R1, also euren Angriff, die ganze Zeit spammen. Ihr habt gesehen, das geht auch mit einem Bogen. Also egal, welche Waffe ihr in der Hand habt, einfach R1 spammen, bis die Seelen unten aufploppen und auch die Items von Nial. Und dann müsst ihr ganz schnell wegporten. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr hier hin, also mit dem Cursor hingeht. Oder ihr drückt einmal Dreieck und dann R3. Dann markiert ihr Schloss Sol. Und wenn ihr nochmal Dreieck drückt, dann habt ihr das hier unter markierte Orden. Markierte Gnaden. So, den mache ich mal weg. Und so könnt ihr dann, wenn ihr aufs Touchpad drückt und dann zweimal Dreieck drückt, könnt ihr direkt dorthin. Also das ist vielleicht noch ein bisschen schneller. Weil ihr wirklich schnell sein müsst, damit ihr nicht sterbt, sondern portet. Ich versuche das jetzt mal. Wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert, ist kein Problem. Beim ersten Mal habe ich auch sehr aufgebraucht. Hat geklappt. Also, wenn ihr da schon seht, okay, ich sterbe nicht. Ihr habt gesehen, man muss wirklich sehr spät den zweiten Sprung machen. Echt sehr, sehr weit kommen. Vor einmal Kreis drücken. Und dann die ganze Zeit R1 spammen wie ein Wilder. Also ich bin hier wirklich die ganze Zeit am Drücken, ohne Ende. Und das müsst ihr halt so lange machen, bis die Seelen aufploppen. Aber ihr seht auch schon an dem ganzen Gebirge, wenn es anfängt zu despawnen. Und sobald ihr das habt, wie gesagt, müsst ihr dann aus dem Gebiet hier wegporten. Ihr könnt irgendwo hinporten, aber ihr wollt natürlich zu Schloss Sol hinporten, damit ihr oben das Medaillon bekommen könnt. Ja, hier sieht man schon die Steine, die despawnen alle schon so ein bisschen. So, jetzt noch hier der letzte über. Zack, zack, geht immer weiter weg, immer weiter weg. Und jetzt gleich müssten die Seelen aufploppen. Ja, immer noch weiter angreifen wie ein Wilder. Zack, da sieht man schon, bisschen was gestorben, bisschen was gestorben. Und das war's. Was ich jetzt mache ist Touch und schnell dahin porten.
Und das war schon. So könnt ihr Schloss Sol ganz schnell besiegen. Dann habt ihr die beiden Hunde weg. Ihr habt den Boss besiegt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich bin gerade immer noch im Bogen-Only-Run. Wenn ihr da das Ende nicht verpassen wollt, dann gerne mal auf Twitch folgen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.